Das gibt es nur in der Schweiz. 10 Dinge, die es nur in der Schweiz gibt. Und jetzt sind wir gespannt, was für Sachen das sind. Let's go. Beim vierten Teil der beliebten Serie. Oh, Mashallah, du lagst. Stell euch einfach vor, da oben einfach auf die Pro-Line. Serie, das gibt es nur in der Schweiz. Sind wieder viele Ideen aus euren Kommentaren mit eingeflossen. Wüsstet ihr, was es nur mehr in die Schweiz geht? Schweiz. Es gibt wieder viel zu staunen und Gründe, stolz auf die Schweiz zu sein. Nach einem Es gibt wieder viel zu staunen. Im kurzen Intro geht's auch gleich los. Den meist fotografierten Berg der Welt. Lol. Wie heißt der Berg schon wieder? Ist das nicht die eigene Jungfrau, Jochbahn? Das 4478 Meter hohe Matterhorn zählt zu den schönsten und meist fotografierten Bergen der Welt. Mit seiner charakteristischen Form ist es auch eines der bekanntesten Wahrzeichen der Schweiz. Das Matterhorn befindet sich an der Grenze zwischen Schweiz und Italien. Jedes Jahr versuchen etwa 3000 motivierte Bergsteiger, die nahezu perfekte Pyramidenform zu erklimmen. Einfach ist die Besteigung aber nicht. Das sagen die Frauen auch manchmal bei mir. Einfach ist die Besteigung aber nicht. Jeder Dritte muss dabei unverrichteter Dinge wieder aufgeben. Stell dir mal vor, du hast einen Schwengel, der genauso aussieht wie das Matterhorn von der Form. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bis zur Erstbesteigung des Berges jede Menge erfolglose Versuche unternommen wurden. Ist das so schwierig, aufs Matterhorn raufzugehen? Ich habe gemeint, aufs Matterhorn kannst du auch easy raufgehen, wenn du nicht Klettererfahrung hast. Also, du gehst auch mit einem Dude rauf, was kann, aber das kannst du rein theoretisch schaffen. Schließlich gelang es 1865 dem Briten Edward Whymper im 8. Versuch, den Berg zu bezwingen. Es ist nicht mal ein Schweizer gesehen. Der Preis dafür war hoch. Beim Abstieg stürzten 4 seiner 7 Kameraden tödlich ab. Okay, das ist doch nicht so funny. Es ist doch nicht so funny. Wer nicht den Berg bezwingen will und ihn lieber sehen möchte, freut sich rund um das autofreie Zermatt über traumhaft schöne Wanderwege. Im Winter lockt für mich meiner Meinung nach eines der schönsten Skigebiete der Schweiz. Nach Largs. Wenn auch sicher nicht das günstigste. Den besten Blick auf das Matterhorn hat man von der Plattform des gegenüberliegenden kleinen Matterhorns. Welches man ganz... Ey, ich weiß einfach immer noch nicht, wie das kleine Matterhorn aussieht. Ich höre die ganze Zeit vom kleinen Matterhorn. Kleines Matterhorn. Sieht das auch aus wie das Matterhorn oder nur so ansatzweise wie das Matterhorn? Ja, aber Bro, das sieht für mich nicht mal ansatzweise aus wie ein Matterhorn, Dude. Alter, das kleine Matterhorn, what the fuck? Bequem per Seilbahn erreicht. Gleichzeitig befindet man sich dann in diesem Fall auch auf der höchsten Bergstation Europas. Weltweit größte Halfpipe. Das stimmt. Und wüsstet ihr, wer schon mal in der Halfpipe gefahren ist? Snowboarder und Freestyle-Begeisterte sollten unbedingt einmal zum Big Beast. Also ganz ehrlich, Chat, Largs. Einfach diesen da. Ich gang Andi Merz gang auf Largs. Beast of Largs im Kanton Graubünden. In einem der beliebtesten Skigebiete der Schweiz befindet sich die größte Halfpipe der Welt. 6,90 Meter hoch, 200 Meter lang und... Einfach, ich kann euch gar nicht vorstellen, Halfpipes werden übel unterschätzt. Digga, die müsst euch das vorstellen, die Halfpipe ist 6 Meter hoch auf der Seite. Also vom untersten Punkt bis zum obersten 6 Meter. Und 2,5 Meter oder 2 Meter sind einfach gerade. Und das ist nicht Schnee, sondern der gerade Teil, das ist einfach Eis. Wenn man dort innen fährt, das ist so damn iced out, der Justin würde es nice finden. 22 Meter breit. Jede Menge Platz für spektakuläre Tricks. Einzigartig an dieser Superpipe ist übrigens auch, dass sie den ganzen Winter über nicht nur von Profis, sondern von allen genutzt werden kann. Dafür braucht es lediglich einen regulären Skipass. Die Halfpipe hat eine lange Tradition. 1985 wurde sie eröffnet. Damals mit 2 Meter Höhe und 50 Meter Länge noch wesentlich kleiner. Seitdem wurde die Halfpipe immer... Largs ist bis auf den Park nicht wert. Bro, Largs... ist einfach der Park. Ich finde, Verlags auch ohne den Park ein übel nice Skigebiet. Also, ich weiß nicht. Weiter ausgebaut und erreichte 2014 diese beeindruckenden Maße. Die Pipe... Ich kenne Sachen, die auch 2014 beeindruckende Maße erreicht haben. ist über die gesamte Saison von Dezember bis April geöffnet. Romansch. Auch umgangssprachlich bekannt als Rätoromanisch ist die 4. Landessprache der Schweiz. Gesprochen wird diese faszinierende Sprache von etwa 30 Leuten ausschließlich im Kanton Graubünden
und entstand aus der... Shoutouts an alle Leute, die das reden. Ist irgendjemand im Chat, der Romansch redet? Vermischung von Volkslatein mit lokalen Sprachen. Es ist die älteste noch gesprochene Landessprache der Schweiz. Nach langem Kampf wurde Rätoromanisch, aber erst 1938... Ja, safe können dir das. Mit deutlicher Mehrheit zur vierten Landessprache. Okay, da redet man Rätoromanisch. Über 90% der Schweizer stimmten damals für den Verfassungsartikel. Auch wenn der Sprache viel Sympathie entgegengebracht wird, sprechen und verstehen sie nur wenige Schweizer. Nur rund 0,5% der Schweizer Bevölkerung geben Rätoromanisch als ihre Hauptsprache an. 0,5% nur, Digga. Das ist nicht so viel. Trotz der geringen Verbreitung, aber immer noch schöner als Fribourgdeutsch von Milo, haben sich wegen der früheren Abgeschiedenheit innerhalb der Sprache 5 Mundarten entwickelt. Jeder dieser 5 Mundartengruppen hatte eine eigene Schriftsprache, die ihrerseits ein Kompromiss zwischen verschiedenen Orts- und Regionaldialekten darstellt. Digga, das ist schon übel kompliziert, Alter. Da gang ich doch lieber auf Fribourg. Damit ihr ein Gefühl bekommt, wie diese Sprache klingt, spiele ich euch noch einen kurzen Ausschnitt ein. Man erkreist. Der eine Wort Aqua und eine Wort Symbolika, das ist Fat, weil die Schweizer die Städte Worte nur essen, sind bei uns Quadrilink, il Rumänisch von Part, il Rumänisch von Part, der nossa Nein, das finde ich auch, das finde ich auch. Die Schweizer, der nossa Identität, quello, auch schon er müde kreiert la eigene Perzeption des Rumänisch. Ich weiß im Fall noch nicht ganz, Chat, was ich von dieser Spruch halte. Ich bin kein Fan von Italienisch, ich fühle Italienisch gar nicht. Französisch so mittel, Romansch, ich weiß nicht. Ich fühle das nicht so vom Klang der Sprache. Der Lur-Kultur und der Lur-Lingua. Nur so nessens bei einer bisschen Minorität. Tönt wie wenn ich besoffen heimkomme und es meiner Mama erklären will. Montagna, die Schweizer Bahnhofs. Wie kann man Italienisch nicht führen? Ich finde Italienisch kein nice Spruch. Die Schweizer Bahnhofs, gibt es das nur in der Schweiz? Yeah. Hä? Haben Bahnhöfe in anderen Ländern keine Uhr? Der Schweizer kennt sie. Die Schweizer Bahnhofsuhr der Schweizerischen Bundesbahn SBB. Mit ihrem unverkennbaren Merkmal, dem roten Sekundenzeiger in Form einer Signalkelle des Fahrdienstleisters. Lol! Oh mein Gott! Five-Head! Bro, ich bin ein fucking Three-Head. Haben die gewusst, dass der Zeiger so ein Ding symbolisiert? What? Bro, Signalkelle! Digga, ich bin 22 und da lernt man noch etwas. Und ihrer minütlichen Kunstpause. Die Uhr zeichnet sich durch ein sehr klares und reduziertes Design aus. Auch aus Ja, aber Chat, sage, der hat doch das nicht gewusst, oder? Größere Entfernung ist sie sehr leicht ablesbar. Speziell ist, dass diese Uhr an allen Schweizer Bahnhöfen gleich ist. Wie es sich für die Schweiz gehört, natürlich auch genau läuft. Ja, safe haben sie nicht gewusst, Chat. Und zu jeder vollen Minute die Sekundenzeiger für 1,5 Sekunden stehen bleibt. Die Pause des Sekundenzeigers hat einen technischen Grund. Technischen Grund. Bei der Entwicklung im Jahre 1944 war es noch nicht möglich, eine Uhr mit Sekundenimpulsen genau laufen zu lassen. Und hätte zusätzlich zu einer deutlich kürzeren Lebensdauer geführt. Die SBB bestand aber damals auf den Sekundenzeiger. Die Lösung. Die Lösung. Die Uhr löst den Minutenimpuls für alle Bahnhofsuhren in der Schweiz aus. Alter, das Lied, wo jedes Mal bei deinen Videos im Hintergrund läuft. Ich find's irgendwie nice, aber irgendwie auch boring. Dieser Impuls wiederum gibt den Sekundenzeiger frei. Dafür muss der Sekundenzeiger den Weg einer Minute in 58,5 Sekunden zurücklegen. Der Zeiger wartet dann auf den nächsten Minutenimpuls. Dank diesem Prinzip gelang es, alle Uhren an den Bahnhöfen exakt laufen zu lassen. Oha, aber 5 Heads. Heute wäre das nicht mehr nötig. Die kurze Pause hat... Aber... Wir machen es einfach noch. Hat aber bereits Kultstatus erreicht und blieb damit auch den modernen Bahnhofsuhren erhalten. Crazy. Muttertaler Wetterschmöcker. Muttertaler Wetterschmöcker. Alter Mann, die Dudes. Das sind crazy Dudes. Das sind crazy motherfuckers. Die gehen so zu Ameisenarmen, nehmen dann so eine Ameise und sagen, Mann, pisst's her, Digga. Die Wetterschmöcker sind eine Gruppe von Landwirtschaft. Ich glaube, morgen wird's schön. ...wirtschaftlich orientierten Hobby-Meteorologen aus der Innerschweiz. Aber sagt mir doch nicht, dass der da links kein Drip hat. Wenn das so rumlaufen, da geht ich jedes Girl. Sie tragen zweimal jährlich ihre mit sehr viel Humor verbundenen Wettervorhersagen. Ich will sagen, dass ich da sehe. Genau so. ...an den öffentlichen Versammlungen des Meteorologischen Vereins Innerschweiz vor.
In ihren Vorhersagen lassen sie ihre gemachten Beobachtungen aus der Natur, ihren Erfahrungsschatz und jede Menge Wortwitz einfließen. Das genaue Rezept bleibt aber Geheimnis. Zieh dich mal da oben rein, Alter. So sehe ich aus, so habe ich ausgesehen, nachdem ich das erste Mal gesmashed habe mit einer Girl. Genau das ist mein Face gewesen. Jedes einzelnen der Propheten. Derjenige Wetterschmöcker, dessen Prognosen dem tatsächlichen Wettergeschehen im vergangenen Halbjahr am nächsten gekommen sind, erhält jeweils bei der nächsten Versammlung einen Wanderpreis. Okay, warte mal, Prognose für nächstes Jahr. Prognose für nächstes Jahr. Ich sag, 2022, im Sommer ist es warm und im Winter schneit es. Meine Prognose. Der Verein wurde 1947 im abgeschiedenen Muttertal gegründet. Als einer der ja, aber wahrscheinlich hätten wir einfach in dem Tal nichts Besseres zu tun als das. Also. Gründe für die Entstehung wird vom Verein das Aufkommen des Rautios angegeben. Und die Befürchtung, dass das Vorhersagen des Wetters und somit die sorgfältige Naturbeobachtung verloren gehen würden, wenn alle nur noch dem Bericht im Radio folgen. Laut Verein hat sich die Befürchtung spätestens mit der Erfindung des Fernsehens schlussendlich bewahrheitet. Bratwurst ohne Senf. Chat, Bratwurst mit Senf. Wer sich im Kanton... Und glaubt mir, eine St. Gallen Bratwurst mit Senf ist besser als eine normale Bratwurst mit Senf. Wenn St. Gallen unbeliebt machen möchte, bestellt einfach mal Senf zu seiner Olmer Bratwurst. Eigentlich, Chat, eigentlich müsste der Slogan von der Olma sein, rein in die Olma. Chat, Digga, also wenn da die Jungen nicht kommen. In der Ostschweiz ein großer Fauxpas, in der restlichen Schweiz nichts Ungewöhnliches. Die St. Galler sind so stolz auf ihre Bratwurst, dass sie behaupten, diese Wurst ist so gut, da braucht es keinen Senf dazu. Es gibt auch andere Leute, die sagen, die Wurst ist so gut, da braucht es keinen Senf dazu. Aber ich gebe jetzt zu dem Thema nicht weiter meinen Senf dazu. Ganz im Gegenteil. Der Senf, Digga, in dem Video haben wir ja nur zwei dittige Witze. Senf wurde nur vom wunderbaren Geschmack ihrer leckeren Kalbsbratwurst ablenken. Der wunderbare Geschmack. Und nur eine schlechte Wurst isst man schließlich mit Senf. Nur eine schlechte Wurst mit Senf. Ganz ehrlich, und ich hoffe, ich mache mich in der Ostschweiz nicht zu unbeliebt, ich empfinde das nicht so. Und Senf ist doch gut für die Verdauung. Oh, jetzt macht er sich nur unbeliebt. Oh, sad. Stolz können aber die Ostschweizer auf ihrer Wurst sein. Ja, die Ostschweizer können durchaus stolz auf ihre Wurst sein, finde ich. Der Begriff ist regional geschützt. Schlachtung und Produktion müssen in der Ostschweiz erfolgen. Ebenso ist der Mindestanteil des Kalbsfleisch streng reglementiert. Die meisten Patente pro Kopf. So erfindungsreich wie die Schweiz ist kein anderes Land. Pro Kopf liegt die Schweiz unangefochten auf dem ersten Platz. Ja? Crazy. Was habt ihr etwas erfunden, Chat? Also ich habe nichts erfunden. Habe ich etwas erfunden? Habe ich jemals etwas erfunden? Ich weiß nicht. Auf 1 Million Einwohner kamen im Jahr 2018 in der Schweiz 956 Erfindungen. Das sind doppelt so viele. Aber die Frage ist ja mehr, an was liegt es, dass die Schweizer so gut sind in dem? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Schweizer so abgelegen wohnen in den Tälern und dann erfinden sie einfach irgendetwas Neues. Viel wie beim Zweitplatzierten die Niederlande. Etwas drosseln muss sich die Begeisterung leider dennoch. Die meisten Patentanmeldungen kommen nicht von Einzelpersonen, sondern von Firmen. Insbesondere von Roche, Nestle, Novartis. Aha, ja, die tun einfach jedes Pillele anmelden, das die erfinden. Mein YouTube-Kanal habe ich erfunden. Ah ja. Aber auch die Hochschulen tragen einen erheblichen Teil dazu bei. Darauf kann man... Ich finde es krass, dass Hochschulen Hochschulen heißen, aber wenn ich die Häuser anschaue, was in einer Hochschule drin ist, ist das Haus gar nicht so hoch. Wieder stolz sein. In die Infobox und in die Videobeschreibung packe ich euch noch ein Video über weltbekannte Schweizer Erfindungen. Unbedingt ebenfalls anschauen. Ausländer aus. Geringverdiener. Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz wohnen, erhalten einen Ausländerausweis. Kein Witz, der heißt wirklich so. Kein Witz. Und ist sogar auf der Papierversion so angeschrieben. EU-Ausländer erhielten diesen bisher auf Papier in einem sehr unpraktischen und großen Format. Kaum einer hatte diesen Ich glaube, er redet aus Erfahrung. Fast daher bei sich und eher zu Hause in irgendeiner Schublade verstaut. Nur wenn einer der seltenen Fälle auftrat, an dem man diesen brauchte, begann das große Suchen. Die Zeit der papierenden Ausländerausweise ist aber bald vorbei. Nach und nach stellen die Kantone auf Ausweise im praktischen Kreditkartenformat um. Bisher war dies Ausländern aus Drittländern vorbehalten. Hohes Vermögen, gleichzeitig hohe Schulden.
Ja, also mit hoher Schulden kann ich mitreden, mit Vermögen nicht. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen eines erwachsenen Schweizers nimmt, jetzt kommt's. Ich bin erwachsen. Nimmt weltweit einen Spitzenplatz ein. Laut einer Studie der Credit Suisse vom Oktober 2019 564.000 Franken. Digga, das ist ein Monatslohn vom Trimax, Digga. Belegt die Schweiz mit einem durchschnittlichen Vermögen pro Erwachsenen von 564.000 US-Dollar weltweit Platz 1. Das ist übrigens auch beim medialen Vermögen der Fall, was sogar noch deutlich aussagekräftiger ist und nicht so stark durch weniger extrem hohe Vermögen verzerrt. Schweizer einfach rich und alle anderen einfach gering verdienen. Was zum Beispiel bei den USA der Fall ist. Über 2/3 der Schweizer Erwachsenen haben laut der CS-Studie ein Vermögen von mehr als 100.000 US-Dollar. Und ganze 12% sind sogar Dollar-Millionäre. Vom reichsten Prozent der weltweiten Vermögensbesitzer sind 1,8% Schweizer. Yeah. Wow. Die gönnen sich ja übel, die Schweizer, Alter. Richie Dudes. Das ist für ein Land mit nur 0,1% der Weltbevölkerung bemerkenswert. Jetzt kommen wir zum großen Aber. Achtung, jetzt kommt's Aber. Gleichzeitig liegt die Schweiz mit der Privathaushaltsverschuldung von 128% zum Bruttoinlandsprodukt, Stand 2018, ebenfalls auf Platz 1. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rund 100.000 US-Dollar. 100.000 pro Kopf? Hä? Aber das macht doch hart keinen Sinn, what the fuck? Das heißt, jeder Erwachsene hat 100.000 Schulden, aber da sind ja Hypotheken nicht eingezählt. Also wenn jetzt da Hypotheken dazuzählt werden, dann ist das nicht wirklich Schulden. Jetzt fragt ihr euch, woher das kommt. Ein sehr großen Teil der Schuld ist auf Hypotheken zurückzuführen. Ja, die sind da. Aber Hypothek ist ja nicht eine Schuld in dem Sinn, wo es eine richtige Schuld ist. Ich meine, du kaufst ein Haus, nimmst einen Kredit auf, aber du hast ja immer noch das Haus. Das heißt, du kannst das Haus verkaufen und dann kannst du den Kredit zurückzahlen und somit die Schulden zurückzahlen. Ja. In der Schweiz ist es günstiger, sein Haus nicht abzuzahlen und einen beträchtlichen Teil als Hypothek aufzunehmen. Aber macht man das in anderen Ländern nicht so? Die Steuerersparnis dadurch ist größer als die Zinsen. Die aktuell niedrigen Zinsen befeuern dieses System zusätzlich. SRF nicht im Ausland empfangbar. SRF nicht im Ausland empfangbar. Das stimmt, Digga. Alter, wenn du im Ausland bist und unbedingt den Kassensturz willst du reinziehen am Dienstag zu oben, Digga, dann musst du nur so einen VPN-Server herunterladen. Das hat wohl schon fast jeder Schweizer erlebt. Da will man im Urlaub live ein Tennismatch von Roger Federer oder die Tagesschau sehen und nix da. Ich bin immer im Ausland und will unbedingt auf und vor schauen mit dem Mona Fetsch. Es erscheint nur, dieser Sender ist aus rechtlichen Gründen in ihrem Land nicht verfügbar. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender der Schweiz, SRF 1 und SRF 2, sind im Ausland gesperrt. Selbst über Satellit sind die Sender verschlüsselt. Und nur für Auslandsschweizer via Sat-ESIS-Karte verfügbar. Die Schweiz ist einfach wieder mal geldgierig, Digga. Die gönnen einfach gar nicht. Warum ist das so? Die Produktionskosten und Unterhaltskosten. Also ich nehme mal an, dass es so ist, wenn man halt einfach Beilage zahlt oder Serif. Serif jetzt? Serif. Ja, einfach, man zahlt Steuern und ich nehme mal drum. Kosten für die öffentlich-rechtlichen Sender der Schweiz sind schon von Haus aus zum Verhältnis der Bevölkerungszahl sehr hoch. Die Schweiz hat 4 Landessprachen und nur 8 Millionen Einwohner. Aus Kostengründen werden für fremde Produktion und Live-Übertragung keine Auslandsrechte eingekauft. Da dies auf jede Menge Sendungen zutrifft, wird der Sender aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit im Ausland gesperrt. Nice Video gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und den Kanal abonnieren und kommt auf Twitch vorbei zum Stream. Es ist wild, es ist crazy und es ist einzigartig. My heart